das jetzt dein zweiter Teller schon oder noch der erste? Der zweite, das heißt, du hast richtig Hunger. Ja, ich habe in der Schule nichts gegessen. Hast du denn gefrühstückt? Das ist das Erste, was du heute isst? Ja. Guten Appetit! Etwa 25 Kinder kommen täglich zur Wuppertaler Kindertafel. Sie essen dort, spielen und machen Hausaufgaben. Eines haben alle gemeinsam: Hunger. Warum müssen Kinder in Deutschland zur Tafel gehen? Dieser Frage wollen wir 2 Wochen lang nachgehen. Dann muss man halt natürlich auch immer hinterfragen, was ist zu Hause los, weil natürlich auch da manchmal die Stange Zigaretten im Monat wichtiger ist oder auch der Handyvertrag dann abbezahlt werden muss. Die Kindertafel in Wuppertal ist montags bis freitags ab 12 Uhr geöffnet. Dean ist 8 Jahre alt und kommt jeden Tag. Hallo Miriam. Hallo Ismail. Alles okay? Ja. Gut, siehst du aus. Danke. Groß Obst. Yay, Obst. Wir haben hier noch Leute beschäftigt. Für den ersten Hunger stehen schon bei der Ankunft der Kinder Schüsseln mit Obst parat. Ein warmes Mittagessen gibt es erst um 14 Uhr, wenn alle Kinder da sind. Hast du heute wieder nichts gegessen, heute Morgen? Ich hab schon gegessen. Was denn? Ein Brötchen mit Toast. Mach hier. Nadmia ist 11. Ihr Bruder und ihre Schwester gehen auch zur Kindertafel. Rachman und Esmeralda. Nadmias Familie lebt seit 6 Jahren in Deutschland. Guck mal, jetzt gewinnt die schon. Guck, ich gewinne. Komm, hol deine Schulsachen. Nadmia, warum seid ihr denn eigentlich immer jeden Tag hier und nicht zu Hause bei der Mama? Weil Mama will, dass wir hier hinkommen und dass wir irgendwann mal unsere Hausaufgaben machen, dass wir uns nicht zu Hause langweilen. Deswegen. Ist denn eure Mama arbeiten oder ist sie zu Hause? Nein, mein Vater geht Schule. Die können auch nicht so gut Deutsch. Die haben gar keine Probleme. Ihre Familie kommt aus Serbien. Nadmia hat noch 2 weitere Geschwister, aber die sind noch ganz klein. Deans Mutter ist alleinerziehend. Sie arbeitet als 1-Euro-Jobberin und ist deshalb mittags nicht zu Hause. Meine Mutter sagt, ich soll immer auch in die Kindertafel gehen. Ich frage mich nur wohl warum, obwohl ich eigentlich nach Hause gehen möchte. Aber meine Mutter sagt, nein, du sollst jetzt in die Kindertafel gehen. Seitdem ich schon 4 bin, bin ich schon hier. Die Kindertafel in Wuppertal gibt es seit 2007. Anfangs war es nur eine Handvoll Kinder, die täglich gekommen ist. Seit etwa 8 Jahren werden es immer mehr, erklärt Miriam Kusebau, die Kindertafel leitet. Warte mal, die Tür kann ich erst mal hoffen, der ist noch nicht gekommen. Kinder, die hier hinkommen, sind alle nicht in der Ganztagsbetreuung. Liegt daran, weil nicht alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen haben. Wuppertal ist relativ strukturschwach. Wir haben relativ große Arbeitslosigkeit und wir haben dementsprechend aber auch ein höheres Armutsrisiko bei Kindern. Auch Sebastian und Jasmin kommen regelmäßig hierher. Die beiden sind Cousin und Cousine. Sebastian ist 10 Jahre alt. Zack, fast nein. Ich wollte nicht hier hinkommen. Meine Mutter hat mich nur hier angemeldet. Ist das denn okay für dich? Oder ja, ist okay, ist okay. Jasmin wird von Sebastians Mutter großgezogen. Ihre eigene Mutter ist psychisch krank und kann sich nicht um sie kümmern. Im Gegensatz zu Sebastian kommt Jasmin gerne hierher. Kannst du mir erzählen, warum du gerne zur Tafel gehst? Weil man spielen kann und essen kann.
Kurt Pöhler ist einer der vielen ehrenamtlichen Helfer hier. So, jetzt. Hallo, kurze Frage, wer will helfen? Ich! Na, komm rein. Los, halt. Was machen wir als erstes? Wie? Hände waschen, richtig. Kurt ist es wichtig, dass er frisch kocht, wenn er da ist. Zusammen mit den Kindern. An allen anderen Tagen kommt das Essen von der Erwachsenentafel. Die Lebensmittel sind Spenden von Supermärkten. So wie bei allen anderen Tafeln auch. Drüben ist so eine Rampe und da arbeiten Leute. Die fahren am meisten raus, holen Essen ab. Kiste, bam, Kiste, bam. Letztes Mal habe ich geschimmelte Sorte gesehen. Warum geben die uns geschimmelte Sachen? Ja, machen die ja nicht absichtlich. Die können ja vorher nicht aussortieren. Doch. Ja, warum das denn? Und wir wollen noch die Tomaten. Miriam Kusebauch ist die einzige Festangestellte. In Teilzeit zu 25%. Mehr kann sich die Tafel nicht leisten. Alle anderen Helfer kommen ehrenamtlich. Wie viele es sind, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Wir haben einen Schülerpraktikanten. Und 3 Ehrenamtliche, das ist wirklich meine absolute Wunschsituation, weil wir einfach ganz anders planen können heute. Heute geht alles schnell von der Hand. Ich erwarte heute auch wieder um die 25 Kinder. Und dann ist es mal ganz toll, wenn ich ganz viele helfende Hände hier habe. Essen ist das zentrale Thema bei der Kindertafel. Die Kinder sollen immer etwas zu essen haben, egal um welche Uhrzeit sie kommen. Man merkt schon, also, dass es das gibt, dass Kinder nichts zu essen kriegen zu Hause. Also wir haben ja immer 2 Uhr bei uns immer das Essen, gibt es Mittagessen und da fragen halt die Kinder immer, wann, wie viel Uhr haben wir, wann kommt das Mittagessen. Also man merkt schon, die Kinder freuen sich schon auf das Essen. Gibt es denn da auch Kinder, wo du sagst, du merkst, dass es arme Kinder sind, also dass das Thema Armut tatsächlich, dass es das gibt bei uns in Deutschland? Ja, ja, klar, das merke ich schon. Vor allem durch Gespräche einfach, wo die Kinder halt dann einfach einem was anvertrauen, zum Beispiel von zu Hause. Und daran merkt man halt einfach, dass sie nicht viel haben, die Familien. Die Kinder könnten theoretisch auch in der Schule essen. Aber nicht alle haben einen Ganztagsbetreuungsplatz bekommen. Oder aber, es ist den Eltern zu teuer. Wenn man bedenkt, dass ein Kind für ungefähr 2,70 Euro am Tag, wenn es von Unterstützung lebt, Nahrungsmittel gekauft werden dürfen und eine Mittagsspeise oft schon 2 Euro oder mehr kostet, dann weiß man, dann kann man das sich als sozial schwache Familie nicht leisten. Ob das jetzt nur eine Familie ist, die aufstockt oder Hartz IV bekommt, man muss halt bedenken, dass das schon den Großteil des Tagessatzes, was man... das Essen ist da, jetzt ist große Aufbruchsstimmung. Einen Zuschuss für das Schulessen gibt es nicht in allen Städten. Für einige der Kinder ist dies die erste Mahlzeit des Tages. Erleben Sie das auch so manchmal, dass die Kinder womöglich noch gar nichts gegessen haben? Ja, ja. Das ist wirklich wahr. Das, dann frage ich ja auch, hast du heute Morgen schon was gegessen? Also, nee. Ich glaube, da gehen einige nüchtern in die Schule. Traurig, ne? Das ist traurig, ja. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Ist es tatsächlich zu wenig Geld, das die Eltern zur Verfügung haben? Oder geben die Eltern das Geld falsch aus? Ich weiß nicht, ich glaube, da werden wahrscheinlich andere Prioritäten gesetzt. Also es ist schon beachtlich, wenn einer nichts zu essen mit in die Schule nimmt, aber ein Handy hat. Also das ist... Nach dem Essen dürfen die Kinder bleiben, bis 16:30 Uhr. Sie können spielen,
bekommen aber auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Da musst du jetzt den Weg, wie du rechnest, mit hinschreiben. Lukas macht gerade ein 4-wöchiges Schülerpraktikum bei der Kindertafel. 2 Wochen sind schon vorbei. 25 mal 6. 50. Nein. Man hört ja immer in den Nachrichten, dass Deutschland ein wirtschaftlich sehr starkes Land ist. Und das halt finde ich dann schon krass, dass es so viele arme Familien gibt und dass das so sehr nötig ist. Aber ich finde es auch ziemlich gut, dass es sowas gibt, weil klar brauchen Familien das. Viele Flüchtlinge haben nichts, wenn sie hier ankommen und so. Und ja, dann ist das, finde ich, eigentlich ziemlich gut, dass es solche Einrichtungen gibt. Sebastian und Jasmin gehören zu den sogenannten Stammkindern. Auch sie sind täglich hier. Da ist Fritz. Eure Mama, ist die zu Hause oder geht die arbeiten? Sie arbeitet manchmal, aber sie kommt wieder. Halb vier. Sie kommen wieder nach Hause 3:30. Was für eine Arbeit macht die Mama? Sie geht in der Schule. Sie geht in die Schule? Ja. Ah, und lernt Deutsch? Ja. Mein Papa spricht nur Deutsch. Meine Mutter spricht Ugandisch und auch noch Englisch und Deutsch. Sind deine Eltern noch zusammen? Leben die noch zusammen? Hast du Mama? Meine Mutter ist mir irgendwie mal ist mit meinem Vater, normalen Vater abgebrochen und wenn ich geboren war, hat sie einen anderen Halt geraten. Viel Spaß, tschüss. Tschüss. Jasmin und Sebastian bleiben immer bis zum Schluss. Vorher ist meistens niemand zu Hause. Und habt ihr einen Schlüssel? Kommt ihr zur Not auch so rein? Ding, dong. Tschüss. Wir dürfen Sebastian und Jasmin heute nach Hause begleiten. Ja, hallo. Hallo. Jasmin teilt sich ihr Zimmer mit ihrer 3-jährigen Schwester Biba. Sie schläft hier oben und ich hier. Und was hast du alles an Spielzeug? Das. Fatuma Damba zieht alleine 3 Kinder groß. Etwa 600 Euro stehen ihr nach Abzug der Fixkosten monatlich zur Verfügung, erzählt sie uns. Fatuma kommt aus Uganda. Seit einigen Monaten macht sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Was gibt es denn heute zum Abendessen? Heute Abend gibt es leider Brot und Wurst. Schinken. Und Salami. Und Käse halt. Mehr haben wir leider nicht. Wie würde so ein Essen aussehen, wenn Sie Geld hätten? Ich könnte meine Kinder normales Essen geben, mit Salat und so. Oder mal Kartoffellachs, normal. Aber ist zu wenig. Auch für die Reparatur der Waschmaschine reicht es nicht. Die kann ja das Wasser nicht mehr abpumpen. Und ich muss ja Klamotte waschen. Ich habe ja jede Menge Klamotte. Biba! Biba, ich komme gleich. Oh, Biba, komm zu Mama. Kannst du das in die Küche machen? Oh, ich hab dich. Kannst du das in die Küche machen? Ich wollte das aufmachen und mit ihrer Hand essen, obwohl Mama Nein gesagt hatte. Da hatte ich das abgenommen, weil sie wollte es essen, da hat sie angefangen zu weinen. Alles gut gelaufen. Ein neuer Tag bei der Kindertafel. Kommen darf jeder. Es wird nicht geprüft, ob das Kind bedürftig ist oder nicht. Ab 12 Uhr ist die Türe geöffnet. Heute ist Ismail da. Auch er ist ehrenamtlicher Helfer. Was denn da? Werden die am Anfang klein oder groß geschrieben? Groß. Ja. Da habe ich dich dran genommen? Nein. So. Ja, was war groß? Adjektive sind Wörter, die Sachen beschreiben, zum Beispiel hell oder dunkel. Aha. Klein. Groß. Klein. Groß. Klar. Zum Beispiel,
Fuchs. Fuchs, komm doch hier hin. Oh. Wie ist so dein Eindruck, wie wissbegierig sind die denn hier? Ja, im Grunde genommen sind sie halt wie alle anderen Kinder auch. Also auch sehr wissbegierig, was das angeht. Und es kommt immer darauf an, was man den Kindern halt bietet. Und wenn man die Kinder halt sich selber so überlässt dann, und sie auch ein bisschen langweilen lässt, dann kommt schon ziemlich Kreatives bei rum. Und das ist zum Beispiel dafür. Das sind die Zwillinge Maxim und Dima. Auch ihre Eltern leben getrennt, wie bei den meisten Kindern hier. Seit wann kommt ihr denn schon hier hin zur Tafel? Seit wir 6 sind. Wir sind jetzt 9 vor kurzem geworden in den Sommerferien. 3 Jahre. Schon, ja, 3 Jahre hier. Und eure Mama, wo ist die? Ist die arbeiten oder wo ist die? Zu Hause. Die geht abends immer arbeiten. Die muss in der Stadt putzen. Okay, dann schläft die jetzt wahrscheinlich, oder? Nein, die gucken im Fernsehen. Oder irgendwas macht die. Vielleicht kochen. Meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt und jetzt haben wir einen Stiefvater. Und mein Vater holt uns jede zweite Woche Samstag ab halt. Ja, und dann bleiben wir bei dem bis Sonntag, schlafen da. Und mein Vater hat auch eine Frau und die Frau hat ein Kind bekommen. Das heißt, das ist so mein Stiefbruder. Ob das Essen zu Hause knapp ist oder nicht, darauf will uns kein Kind antworten. Unser Eindruck ist, dass sie ihre Familien schützen wollen. Ihr habt richtig Hunger, ne? Ja. Haltet ihr das noch durch? Mhm. Hoffentlich. Heute kommt das Essen aus der Kantine der Erwachsenentafel. Hier werden jeden Tag bis zu 500 Mahlzeiten erwärmt. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. So, und dann haben wir hier Nudeln. Peter Krampen gehört zum Vorstand der Wuppertaler Tafel. Er organisiert die Spenden. Ja, das Essen bekommen wir aus Großkantinen. Wir bekommen von denen das, was über euch ist, und wird auch nur das ausgegeben, was halt da ist. Also das ist hier, sag ich mal, kein Wunschkonzert an die Kantinen, sondern wir bekommen das, was übrig bleibt. Was gibt es heute? Nur Schweinefleisch wird nicht an die Kindertafel weitergegeben, weil 70-80% der Kinder einen Migrationshintergrund haben. Das ist keine Soße, das ist hier, das ist Hähnchen, ja. Worauf achtet ihr denn, wenn es um das Essen für Kinder geht? Also wir versuchen, das Essen ausgewogen zu halten. Wie man sieht, heute ist nicht so viel Gemüse bei. Heute gibt es ein Ragout, da ist Gemüse drin. Aber dafür schnippeln wir halt immer ganz viel Paprika, Gurken und so. Weil die Kinder das ehrlich gesagt auch lieber mögen als gekochtes Gemüse. Und Hauptsache, wir essen Gemüse. Bei der Kindertafel gibt es klare Regeln. Es darf nicht gehauen werden. Wenn ein Kind trotzdem haut und nicht einsichtig ist, darf es nicht mehr kommen. Bis zu 4 Wochen kann so ein Verbot dauern. Auf den Rücken! So schön kann es ja nicht gewesen sein. Aber Aziz, du hast vorhin am Tisch auch schon nach Sebastian gehauen. Das heißt, das hast du heute schon das zweite Mal gemacht. Du darfst das nicht, das möchten wir nicht. Und jetzt entschuldige dich noch bei Sebastian. Nimmst du es an? Hallo. Ja? Ismail hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist gerade auf Jobsuche. Bis er eine Arbeitsstelle findet, versucht er den Kindern hier Starthilfe zu geben. Minus 10. Ich würde dann 80. Wenn also das ist ja die Tausenderreihe, das ist schon mal 4.000. Das ist schon mal richtig. 4.050. Richtig. Nicht jedes Kind hat das Glück, in eine Familie reingeboren zu werden, die halt perfekte Anfangsvoraussetzungen bieten. Das hat nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern das hat auch den Aspekt der Qualifikation der Eltern. Also das spielt da auch eine große Rolle. Und ich sehe das bei unseren Kindern, um da spezifisch zu werden, halt so, dass einige Kinder richtig was auf dem Kasten haben. Das überleg nochmal. Guck mal, wie viele Zehner hast du? So wie Jasmin. Sie geht in die 2. Klasse. Pia Nicolini ist Lehrerin und kommt einmal die Woche nach der Schule zur Hausaufgabenhilfe. Richtig. Die ist sehr fix in Mathe.
Die hat eine schnelle Auffassungsgabe und die kann auch ganz schnell rechnen. Welche Chancen würden Sie Jasmin geben? So, ist das jetzt tatsächlich ein Grundstock, der irgendwo hinkommt? Ja, ganz bestimmt. Also ich denke mir, entscheidend ist, dass immer wieder jemand auch da ist, der sie fördert, dass sie an diesen Stellen weiterkommt und das dann so schafft, wirklich, dass sie zum Beispiel nochmal nach dem 10. Schuljahr irgendwie nochmal weitermachen kann. Ich glaube, das ist eine, die das wirklich auch schaffen kann. Was für Noten bekommst du denn in Mathe? 1 und 2. Ja, das passt ja. Und auch bei Minus geht's ganz schnell. Die Kindertafel in Wuppertal gibt es seit 12 Jahren. Sie befindet sich direkt neben der Tafel für Erwachsene. Die Lebensmittelspenden werden zwischen beiden Tafeln aufgeteilt. Wir sind jetzt die 2. Woche da. Uns fällt auf, dass viele Kinder oft dieselbe Kleidung tragen. Tschüss. Jedes 5. Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Und ein Großteil davon lebt tatsächlich auch schon wirklich in einem Armutshaushalt. Schon bei den Socken fängt es an, wenn die Socken nur noch von den Löchern zusammengehalten werden. Und wenn die Hosen dreckig und kaputt sind oder zu klein sind einfach, weil sie schon rausgewachsen sind, weil einfach noch nicht das Geld da ist für neue Kleidung. So, wer kommt mit Socken holen? Wir haben keine Socken mehr. Ein Gebäude weiter gibt es eine Kleiderspendenkammer für Kinder. Hier wird sie Kinderboutique genannt. Das klingt schöner. Die Leute geben einfach das ab, was sie haben. Und da fragt man nicht, was ist für uns jetzt sinnvoll oder nicht. Sondern die Leute spenden das, was da ist. Und das, was da ist, das geben wir dann weiter. Für Babys, ne? Nein, das passt ihnen. Das passt ihnen, genau. Dann nehmen wir die mit. Womit habt ihr jetzt die Tüte gefüllt, Netmia? Was habt ihr jetzt alles drin? Socken. Aber es gab das nicht so viele. Es gibt nur für kleine Kinder. Ja, genau. Zurück von der Kinderboutique stehen plötzlich neue, fremde Kinder da. Das passiert häufiger. Tatsächlich sind das Kinder, die kommen einfach so. Manche haben irgendwie von anderen gehört, dass deren Kind hier hinkommt und dann sagen die einfach, ja, geh da auch mal hin, ohne tatsächlich nachzufragen, wie ist das, wie funktioniert das denn? Aber weggeschickt wird kein Kind. Nein, also es ist tatsächlich so, sie können dann auch bleiben, weil wir halt nicht wissen, hat die Mutter gesagt, du musst jetzt da so lange hin, weil ich nicht zu Hause bin oder so. Das wissen wir ja nicht. Aber die bekommen dann den Zettel mit und dann sagen wir auch klipp und klar, beim nächsten Mal musst du das dabei haben. Die Kindertafel braucht die Kontaktdaten der Eltern. Für den Notfall. Deshalb ist das Formular so wichtig. Dean ist eigentlich immer in Bewegung. Er nutzt den Platz, den ihm die großen Räume bieten. Die nicht unter die Tische gehen. Hast du ein eigenes Kinderzimmer? Ich muss mit meiner Schwester teilen. Meine Schwester hat nie aufgeräumt in ihrem Zimmer. Das ist Deans ältere Schwester Dana. Auch sie kommt schon lange zur Kindertafel. Inzwischen ist sie 12 Jahre alt, fast ein Teenager. Also früher, das war 2012, hat meine Freundin mir das gezeigt, weil sie auch schon länger hier war. Und danach habe ich halt, weil wir hatten ja immer Langeweile, deswegen sind wir dann immer hier gegangen. Und seitdem bin ich halt hier. Bis zum Alter von 16 oder 17 Jahren können auch Jugendliche zur Kindertafel kommen. Danach sollen sie zur Erwachsenentafel gehen. Bei mir geht was komisch. Wir haben auf dich gewartet. Wir wollen nämlich eigentlich mit Philipp auf den Spielplatz, aber der ist weg. Der ist auf dem Baumarkt. Je nachdem, wie viele ehrenamtliche Helfer da sind, können die Kinder auch nach draußen. Heute sind genügend Betreuer da. Ihr bleibt alle an dem grünen Seil. Ja. Ihr bleibt alle auf dem Bürgersteig. Einige der Kinder kommen nur dank der Tafelhelfer auf den Spielplatz. Am Wochenende haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass da viel drinnen stattfindet, viel vom Fernseher.
am Computer. Also die können uns Computerspiele und so Spielekonsolen können die uns kapitelweise erzählen. Und das ist so gut wie nie das Wort, wir waren auf der Trasse, wir waren auf dem Spielplatz. Also das hört man wirklich sehr selten. Deshalb ist das für die Kinder auch immer ein Highlight, mit rauszukommen. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder wirst du kriegen? Wie ist der Heinz? 6, 7, 8. Steh auf, Dean! Wenn Eltern ihre Kinder zur Tafel schicken, dann ist das Geld zu Hause knapp. In der Regel reicht es auch nicht für einen Urlaub, selbst wenn alle dafür sparen. Ich und mein Bruder haben eine Spardose, meine Geschwister haben auch Spardosen und meine Eltern halt auch. Die sparen 2 Euro, nur 2 Euro und wir sparen 2 Euro. Warum wart ihr dieses Jahr nicht im Urlaub? Weil wir dieses Jahr erst angefangen haben zu sparen und wir hatten ja auch dieses Jahr Geburtstag. Und meine Mutter musste ja auch Geschenke und so kaufen für uns, für unseren Geburtstag. Deshalb hat es nicht so gut geklappt. Guten Appetit. Du brauchst noch ein Messer. Wir waren 2 Wochen lang bei der Kindertafel. Eine Einrichtung, die tatsächlich notwendig ist. Nicht nur in Wuppertal, wo überdurchschnittlich viele Menschen arbeitslos sind. Bundesweit gibt es inzwischen 40 solcher Kindertafeln. Nur wenn ihr brav seid heute, ne? Und der Bedarf wächst. Läuft irgendwas schief im System, dass in einem so gesunden Land wie Deutschland, dass es hungrige Kinder gibt? Also da bin ich von überzeugt, dass da eigentlich schief läuft. Also dass man da mehr in die Schulen investieren müsste, dass auch solche Dinge damit abgefangen werden, das ist für mich ganz klar. Ja, ehrlich, durfte ja keine Kindertafel geben, aber sie ist doch notwendig für Kinder, die einfach durch das Raster fahren. Das heißt für mich, das sind halt Kinder von Hartz-IV-Leuten. Wenn die Oma quasi Hilfe benötigt, wenn die Eltern Hilfe benötigen, dann wird das Kind das auch als normal ansehen, dass die Miete bezahlt wird, dass man Hilfe vom Staat bekommt und dass man auf die Solidargemeinschaft angewiesen ist. Und es muss einfach sich ändern, dass das eben nicht normal ist. Dass die Kinder aus diesem Trott rauskommen müssen. Und das fängt nicht bei den Kindern an, das fängt bei den Eltern an. Weißt du denn schon, was du später mal werden möchtest? Ja. Was denn? Ein Polizist. Handwerker. Ich möchte ein Arzt werden. Mein größter Wunsch ist, ein großes Haus für mich allein haben. Dass wir nicht so oft streiten und dass wir alle gesund bleiben. Und ja, und immer jeden Tag ein Lächeln im Gesicht haben.